So, hallo. Ich wollte ja darüber sprechen, wie ich von Dr. Joe Dispenza zu Divine Healing gekommen bin. Jetzt ist hier aber plötzlich ein Riesenwind aufgekommen. Ich hoffe, das rauscht nicht zu fest. Ja, viele von euch wissen ja, dass ich in zwei Advanced Retreats von Dr. Joe Dispenza war, einmal in Sardinien und dann vorletztes Jahr ist es schon her, wirklich? Letztes Jahr in Mallorca, genau 2019 im April in Mallorca. Und vorher war ich am Gardasee, ich muss mich da kurz wegsetzen, sonst rauscht es so fest für euch. Genau, hoffentlich hier ist besser. Also, vorher am Gardasee. Im Progressive. Den Progressive Workshop habe ich auch noch live gemacht. Hallo Ines. Also, den Progressive Workshop habe ich auch noch live gemacht von Dr. Joe Dispenza. Den hat er ja dann nachher eigentlich nicht mehr live gegeben und hat dann diesen Progressive Workshop als Online-Workshop inklusive gemacht für den Advanced. Also es war eine Voraussetzung oder es ist, weil ich denke, das wird so weitergehen, eine Voraussetzung für den Advanced Workshop, dass du vorher zu Hause eben online diesen Progressive Workshop machst. Mittlerweile gibt es ja auch diverse Online-Kurse, die er verkauft, wo er dann quasi das Wissen anders aufstückelt. Boah, jetzt ist super windig, ich gehe schnell rein, weil sonst hört ihr mich überhaupt nicht mehr. Ja, genau. Ja, sonst rauscht es nur noch da draußen. Jetzt, am Nachmittag kommen immer hier die thermischen Winde. Eigentlich so Punkt nach 12. Genau, also, dann habe ich den Progressive Workshop gemacht von Dr. Joe Dispenza und danach eben einen Advanced Workshop in Sardinien und nochmal einen Advanced Workshop in Mallorca. Genau, also. Und wie bin ich dann zu Divine Healing gekommen? Ich weiß, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr die Arbeit von Dr. Joe Dispenza kennt und dass ihr wisst, dass er hauptsächlich mit Meditationen arbeitet in den Workshops. Er macht zwar kleine Teachings, aber es geht eigentlich hauptsächlich um Meditationen. Und auch hinterher hat er ja ganz, ganz viele verschiedene Meditationen und rät eigentlich jedem, diese Meditationen täglich zu machen und hauptsächlich eben wirklich dann, wenn das Unterbewusstsein noch aufnahmefähig ist, das Bewusstsein ausgeschalten ist, also sprich 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Und diese Meditationen, wenn du die mal durchgemacht hast, die führen dich ja erstmal quasi in einen Zustand, in dem du niemand mehr bist, kein Körper, zu keiner Zeit, in keinem Raum, wo dich quasi in ein Nichts auflöst. Und wenn du dieser Anleitung von seinen Meditationen folgst, dann siehst du immer, dass du diese verschiedenen zwei Fokus hast, also einmal den Fokus auf deinen Körper und einmal den Fokus auf deinem Raum, auf den Raum, in dem Raum, wo dein Körper ist, oder? Er sagt ja dann immer auch, fühlst du den Mittelpunkt deines Kopfes im Raum, ja? Und das ist eigentlich so eine Technik, die heißt divergierender Fokus, wo du mehr und mehr wahrnehmen kannst, dass du eigentlich nicht dein Körper bist. Ja, dass du wirklich nicht dein Körper bist, wo du rausgehst aus der Identifikation mit ich bin mein Körper, reingehst in die Identifikation ich bin der Raum. Ich bin der Raum, in dem ich bin. Und das habe ich eben immer nur so annähernd verstanden, aber dann mit der Zeit habe ich das mehr und mehr verstanden, dass es wirklich darauf ankommt, dass du erkennst, dass dein Körper eine Manifestation von dem ist, was du denkst und was du dir vorstellst. Also, dass eigentlich dein Körper eine Konsequenz
deines Denken, deiner Überzeugungen ist. Und dass dein wahres Ich ist ein, also mein wahres Ich, also des Menschen wahren Ich, ist ein spirituelles, also ein energetischer Zustand. Viele nennen es ja auch die Seele. Ich nenne es jetzt das göttliche Ich, weil wenn ich es das göttliche Ich nenne, dann weiß ich, dass es ein spirituelles Ich von mir gibt, also ein energetisches Ich, das nicht mein Körper ist, das aber absolut perfekt ist, das fehlerfrei ist. Es gibt dieses Ich von mir, das von Gott geschaffen ist, und Gottes Perspektive und Gottes Schöpfung ist absolut fehlerfrei, hat keine Schmerzen, ist gesund, hat keine körperlichen Schmerzen, hat auch keine emotionalen Schmerzen. Gott hat keine, das göttliche Ich, das Gott hat keine Krankheit geschaffen. Gott hat keine Angst geschaffen. Gott hat keinen Mangel geschaffen. Und wenn ich eben da reingehe, das ist das, was ich Divine Healing nenne, wenn ich in dieses göttliche, energetische Ich, also in diesen Raum reingehe, Dr. Joe, hallo Sabine, Dr. Joe Dispenza nennt es eben diesen Raum. Ja, und für mich ist es zu wenig gewesen. Ich musste wissen, wer dieser Raum ist, was dieser Raum ist. Ich konnte, mein analytischer Verstand wollte wissen, was macht dieser Raum, was ist der, wer ist der. Und als ich verstanden habe, dass es einfach der göttliche Raum ist, dass es der Raum ist, wo mein göttliches Ich zu Hause ist, wo mein wahres Ich, mein wahres Sein zu Hause ist, und ich dadurch, dass ich wusste, der Raum ist göttlich, konnte ich mich besser mit den Qualitäten verbinden, die in diesem Raum sind. Also ich wusste, dass es nichts mit mir zu tun hat, sondern da ist ein Ich, ein göttliches, perfektes Ich von mir, das existiert. Unabhängig von diesem weltlichen Ich, das mir auch anerzogen worden ist, vom System, von der Gesellschaft, von meinen Eltern, von meinem Umfeld, von unserem Umfeld, vom Kollektiven. Und dass es wirklich so wie zwei Ichs von mir gibt. Und diese beiden Ichs, die in Einklang zu bringen, und zwar dieses spirituelle, perfekte, göttliche Ich, aus dem heraus, dass ich mir mehr und mehr erlaube, aus dieser göttlichen Perfektion heraus die Welt zu sehen, zu spüren, zu beobachten mit meinen fünf Sinnen und nicht aus diesem weltlichen Ich heraus. Und deswegen war das für mich so wichtig, dass für meinen Verstand, ja, ich habe ja immer auch gesagt, der Verstand muss mit ins Boot, und mein Verstand ist nachher mit ins Boot gegangen, wo er einfach verstanden hat, okay, deine Krankheit, dein Leid und dein Schmerz, das göttliche Ich, dieser spirituelle, wahre Seinszustand, den du hast, das kennt das nicht. Das ist nicht vorhanden, sondern es ist von dir manifestiert worden, weil dieses weltliche Ich eben solche Weltanschauungen hat, solche Glaubenssätze, Überzeugungen hat. Und da sind eben ganz, ganz fest eben diese Sachen drin, wie was kann heilen, was kann nicht heilen, wie kann was nicht heilen. Aber wenn du dann in die Perspektive dieses göttlichen Ichs gehst, dann ist es völlig unerheblich. Wie, wann, wieso, weshalb, warum? Weil dieses göttliche Ich kennt keine Krankheit. Und wenn das göttliche Ich keine Krankheit kennt, dann muss es auch nicht kennen, wie sie heilen kann, diese Krankheit. Sondern dann geht es nur darum, dass du aus deinem weltlichen Ich, quasi aus diesem bedingten, eingeschränkten, ja, das ist wieder das, wo der Dr. Joe Spencer uns rausführt in diesen Raum, wo du nichts und niemand bist, und dass du dann kapierst, wer du dann bist, wenn du nichts und niemand bist, dann bist du dein göttliches Ich, und dieses göttliche Ich hat keine Krankheit, hat keinen Mangel, hat keine Traurigkeit, hat keine Ausgeschlossenheit, hat all diese Qualitäten, also diese niederschwingenden Qualitäten, die hat dieses göttliche Ich nicht. Und je mehr und mehr du dieses göttliche Ich von dir selber akzeptierst als die einzige Wahrheit
Und alles andere als quasi auferlegte Lügen und Einschränkungen, die es in der göttlichen Welt, in dem göttlichen Raum, in der göttlichen Energie, in der perfekten, liebenden Energie gar nicht gibt, desto mehr ist es mir eben gelungen, in diesen Raum tief einzusteigen, weil es eben kein schwarzer Raum war, sondern plötzlich ein göttlicher Raum. Ja, genau, hat keine Geschichte. Genau, Silvia. Und ein göttlicher Raum war, konnte ich mich da richtig reinfallen lassen. Und das ist auch was, was ich aus dem Theta Floating, das ist so eine Variation vom Theta Healing, kenne, wo du wirklich durch alle Emotionen und Gefühle dich fallen lässt, zwar in einen schwarzen, unbekannten Raum, und du traust dich halt nicht, aber wenn du weißt, dass es der göttliche Raum ist, wenn du weißt, du lässt dich einfach in die göttliche Liebe und Perfektion deines wahren Seins fallen, wo nichts fehlt, wo nichts krank ist, dann kannst du dich eben hingeben. Und das ist dieses Surrender, was so wichtig ist, wo auch Dr. Joe Dispenza in seinen Workshops, in den Advanced Retreats, also so Sachen macht, wo du halt wirklich dich hingeben musst. Und eine Übung ist ja, du stehst vor einer Matte, wo andere Teilnehmer die Matte halten und du lässt dich so rückwärts fallen, ja, und einfach auch so in diese Leere fallen. Es ist dieses Gefühl von Surrender, von sich hingeben. Und das machst du halt nur, wenn du dieses Vertrauen hast, dass da etwas Liebendes, dich Schützendes ist, was dich auffängt. Und als ich das eben so verstanden habe, und dann bin ich eben auch noch weitergegangen und habe gesehen, okay, wenn ich in diesem Raum bin, wenn ich diese Göttlichkeit bin, dann habe ich auch diese göttlichen Fähigkeiten mitbekommen. Dann darf ich quasi als Kind Gottes an Gottes Stelle Heilung sprechen, weil Heilung ist die einzige wahre Geschichte. Also es gibt gar nichts Unheiles, es gibt nichts Unganzes, es gibt ja nur die Perfektion. Und dadurch ist es mir auch klar geworden, dass wir uns selbst und gegenseitig einfach in einer ganz einfachen Art und Weise heilen können, indem wir Heilung sprechen, ja? Danke fürs Herzchen, indem wir Heilung sprechen, indem wir wirklich wie Jesus, das ist ja eigentlich nur das Vorbild für Heilung, dass wir wieder erkennen, dass wenn wir in unser göttliches Selbst eintreten, dass wir Heilung sehen und Heilung sprechen dürfen für uns und für andere Menschen, dass wir damit ausgestattet sind, dass wir diese Kraft haben. Aber eben nur aus diesem göttlichen Selbst heraus und aus dieser höchsten, höchsten, perfekten Energie des göttlichen Selbst heraus. Und da habe ich mir das halt abgeschaut, wirklich auch bei den christlichen Heilermodalitäten, wo gebetet wird. Ein Gebet ist übrigens auch nichts anderes, wie du steigst in deine göttliche Perfektion ein, du siehst dein Gegenüber, die Welt und das Leben in absoluter göttlicher Perfektion und sprichst das aus. Und du bestimmst das, weil alles andere ist ja nur Lüge. Du kannst die Wahrheit klar und klar und klarer sprechen und klarer leben und dann wirst du klar und klarer diese göttliche Perfektion manifestieren. Sei es in deinem Körper oder in deinem Außen oder sogar in anderen Menschen. Und das ist eigentlich diese Modalität von Divine Healing, die diese ganzen Voraussetzungen, wer du wirklich bist, in dein Hirn rein katapultiert und dir ermöglicht, quasi dir die Erlaubnis zu geben, anstelle Gottes, weil du bist ja hier als göttliches Wesen. Und wenn du den ganzen Bullshit-Stories und die ganzen Geschichten und Überzeugungen ablegst, weißt du ja, dass deine Wahrheit einfach perfekt, fehlerfrei und ohne Mangel ist und die Wahrheit, die du auch mit deinen Augen siehst, eigentlich aus göttlichen Augen heraus auch perfekt, fehlerfrei und ohne Mangel ist. Und in dieser Kraft, wenn du in diese Kraft kommst, weil dein Gehirn das akzeptiert, dass du aus dieser Kraft heraus dich und andere heilst, dich und andere nur allein dadurch, was du siehst, ist die Wahrheit. Neville Goddard sagt auch, your imagination is God. Deine Vorstellungskraft ist Gott. Danke, Bianca. Das ist
genau die Wahrheit über uns und über sein, unser Sein. Und wenn wir uns das mal klar machen, dann merken wir auch, wie dieses Herz so groß wird und wie wir uns so viel Erlaubnis und so viel Raum geben dürfen, in allerhöchster göttlicher Führung zu wirken und aufzutreten hier und nicht als dieses kleine Opfermäuschen, das uns übergestülpt worden ist, aber was nie was mit unserem göttlichen Selbst zu tun hat. Und so bin ich eigentlich, ich will es ein bisschen kurz fassen, tippet mal eure Fragen ein, wenn ihr noch welche habt. Also dieser Modalität des Divine Healings gekommen, wo ich nicht sage, dass es zum Beispiel auch diese schönen langen Meditationen von Dr. Joe Dispenza ersetzt, aber es ist eine permanente Modalität, die du dir selber die ganze Zeit, wenn du wieder abweichst von deinem göttlichen Selbst, dir quasi geben kannst und auch für andere geben kannst. Und das Wichtige ist ja immer nur, dass wir uns die Erlaubnis geben können, diese Dinge zu tun und wirklich in dieser göttlichen Power zu leben und zu wirken, weil unser irdischer, menschlicher Verstand ja ganz andere Dinge gelernt hat, oder? Und es ist nichts, was nicht schon da ist. Alles ist ja schon da und wir wissen ja, unser wahres Selbst weiß ja auch schon alles. Nur unser Verstand verweigert sich dem halt auch. Und das war eben auch für mich so, dieses Verweigern dem Göttlichen gegenüber, das zu klären und diese ganze Geschichte über Kirche und Religion, die so schwer und so nicht liebend in der Gesellschaft vibriert als Überzeugung, die für mich zu klären und zu sagen, hey, ich bin göttlich und göttlich ist wunderschön, hat nichts mit Religion und mit Kirche zu tun, sondern einfach nur mit meiner Wahrheit und mit meiner wahren Herkunft und mit meinen wahren Qualitäten. Und ich darf mehr und mehr da einsteigen und das Leben, mich selber und andere aus diesen göttlichen Qualitäten heraus sehen. Und was eben auch nicht heißt, dass ich mich irgendwo wohin geben muss, wo es mir nicht gefällt oder mich mit Menschen umgeben muss oder die bekehren muss oder was auch immer. Aber ich lebe einfach meine Wahrheit. Und wenn jemand anders diese Wahrheit für sich halt nicht leben will, dann lasse ich mich aber nicht davon abhalten und lasse den das leben, was er leben möchte. Ja, und um es nochmal auf den Punkt, da gibt es so viele, wir haben jetzt gerade die letzte Ausbildungsrunde abgeschlossen. Es geht alles nur um den Verstand, dass der halt letztendlich bereit ist, aus deinem wahren Sein heraus zu wirken und für sich neue Regeln und Überzeugungen anzunehmen. Und wie gesagt, Dr. Joe Dispenza, ich liebe ihn, wie er das alles klar macht und so weiter, aber für mich war es einfach so wichtig, dieses Göttliche, diese Göttlichkeit, diese göttlichen Qualitäten für mich als wahr zu akzeptieren und zu erkennen, diesen Unterschied zwischen dem, was ich mir halt so vorstelle aus der menschlichen Perspektive, aus den menschlichen Überzeugungen, um dann halt wirklich reinzugehen und zu sagen, ich muss gesund sein, weil meine Seele ist ja gesund, also das kannst du auch Seele nennen, meine Seele ist ja gesund und wenn ich das annehme und meine gesunde Seele wie sie deinen Körper spiegelt, dann gibt es da keine Krankheit. Und das ist halt dieser absolute wichtige Effekt für Heilung, dass du eigentlich weißt, die Krankheit ist eine Kreation aus der Vergangenheit, weil ich halt mit meinen menschlich eingeschränkten Gedanken über mich gedacht habe und geurteilt habe. Und wenn ich dann dort reingehe in mein göttliches Sein, eben in dieses Sein, das nichts und niemand an keinem Ort ist, sondern alles und überall und jederzeit ist, dann muss ich wissen, wie dieses alles und überall und jederzeit ist und das ist einfach göttlich perfekt, liebend, wunderschön, in Fülle, gehoben, getragen, aufgehoben, unterstützt und so weiter. Und mich da immer wieder hin zu verbinden und zu wissen, da wohnt die Wahrheit und alles andere ist die Lüge und die Lüge darf ich ablösen, die Lüge darf ich abgeben, die Lüge braucht keiner. Und Divine Healing ist nichts anderes wie eine einfache Modalität. Ich komme gleich, Bianca und Schauschen, eine einfache Modalität, die ich immer wieder dort mit diesem Sein verbindet. Und so bin ich dahin gekommen. Ich war gestern Abend so emotionslos. Mein Seelenpartner
war mir auch egal. Was kann das gewesen sein? Loslassen auf Seelenebene. Ich denke mal, du warst nicht emotionslos, sondern du warst eben losgelassen mit den ganzen Beurteilungen. Du hast nichts mehr beurteilt. Du hast aufgehört, irgendwo Emotionen zu beurteilen. Ja? Weil in dem Moment, wo wir aufhören, Emotionen zu beurteilen, ja, es ist schlecht, es ist Mangel oder das ist Freude oder was auch immer, sondern einfach nur in diesen klaren Seinszustand eintreten, in dem wir einfach nur perfekt sind, dann braucht es eben auch keine Beurteilung. Und dann kann es mal ganz schnell sich für den Geist, weil er das ja nicht kennt, als emotionslos anfühlen. Aber du bist einfach nur aus meiner Sicht aus dem Drama ausgestiegen und hast gemerkt, es reicht, wenn du bist. Wenn du nur bist. Weil deswegen heißt es ja auch, ich bin. Ja, ich bin einfach. Alles andere, was dann beurteilt wird, das ist dein menschlicher Geist. Ja, aber letztendlich bist du. Du bist alles. Und dann kommt dein menschlicher Geist und sagt, ich bin emotionslos? Nö. Der göttliche Geist sagt, nee, du bist perfekt, du bist wunderbar. Oder du sagst, ich bin ängstlich. Der göttliche Geist sagt, nö, du bist perfekt, du bist wunderbar. Verstehst du? Also deswegen ist es ja auch immer so wichtig, diese Sachen versuchen nicht zu beurteilen und nicht zu bewerten. Weil Bewertung und Beurteilung erschafft. Wenn du nicht bewertest, nicht beurteilst, dann bist du nicht so niemand in keinem Raum. Dann bist du perfekt, dann bist du liebend, dann bist du wunderbar, dann bist du unendlich, dann bist du auch unsterblich. Weil dieser spirituelle Teil von dir, der ist ja unsterblich. Und wenn der die Führung übernimmt und du aufhörst mit irgendetwas Materiellen im Außen oder in deinem Körper zu identifizieren, in dem Moment bist du. In dem Moment bist du alles. Und wenn du mal einfach nur bist, dann wäre es ja blöd, wenn du irgendetwas Niederschwingendes für dich manifestieren würdest. Ja? Und so geht es halt in diese Gedanken rein. Ja, was bin ich denn jetzt? Okay, jetzt eigentlich bin ich nichts. Oder alles? Ja, ich bin halt. Okay, worauf habe ich Lust? Ich bin liebend, ich bin reich, ich bin Fülle, ich bin gesund. Oh mein Gott, das fühlt sich so toll an. Und dann fängst du an zu manifestieren. Und je mehr und mehr du halt in dieser Welt bleibst und zwischen, ja, ich bin, ich muss es nicht beurteilen und ich bin alles Grandiose und Großartige, erschaffst du natürlich in die Richtung deiner Wünsche und Ziele und Träume. Wenn du aber dann da in der weltlichen Geschichte rumstocherst und versuchst eben, wie Dr. Joe Dispenza sagt, Materie zu Materie zu beeinflussen, dann bist du ziemlich busy, ausgelaugt und bist halt einfach mit Materie zu Materie. Und Materie ist ja per se schon ziemlich niederschwingend. Und deswegen geht es da wieder raus in diesen geistigen, spirituellen Teil. Und deswegen passt es so gut. Das passt so gut mit allem, was Dr. Joe Dispenza sagt. Das steht ja auch schon alles in der Bibel drin. Ja? Und Divine Healing ist nur eine leichtere Anwendung, die wenige Minuten dauert und die dich halt viel, viel schneller wieder vom Boden wegbringt und wo du halt auch in Zweisamkeit mit anderen Menschen, nicht nur für dich alleine, einfach diese heilende Energie, ich sage jetzt einfach mal diese ganze, ganzheitlich, diese perfekte Liebe transportierst. Und wo perfekte Liebe ist, kann Krankheit nicht sein, kann Einsamkeit nicht sein, kann Armut nicht sein, sondern da ist ja alles. Ja, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich habe ja da eine Divine Healing Anwendung gepostet. Dann hat es bei mir auf dem YouTube-Kanal, Patricia Maria Dender, hat es auch noch Divine Healing Anwendungen, auch von der Anja noch. Und da könnt ihr euch dann mal berieseln lassen. Es sind immer nur wenige Minuten, das ist eben das Schöne. Und wenn du das für dich selber lernst, danke Bianca, wenn du das für dich selber lernst, für dich und deine Liebsten anzuwenden, dann hast du halt einfach immer ein Tool, das sich wieder zurückholt in deine Wahrheit. Weil der Verstand, der ist so wichtig und er ist so schlau und er weiß alles. Und da einfach sich auch mal klar zu machen. Um Verstand geht es ja gar nicht. Der Verstand ist das eine und unser göttliches Sein ist das andere. Also ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte das klar machen.
Für die, die später dazugekommen sind, ihr könnt ja noch mal von Anfang an anschauen und mir auch gerne Fragen darunter posten unter dieses Video. Und ich tue es dann gerne beantworten. Alles klar? So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch eine schöne Mittagspause. Genießt es auf jeden Fall, weil ihr entscheidet immer. Und bis bald. Dankeschön. Tschüss.